Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Diablo. So, wir wollen auch nicht lange rumdütscheln hier. Wir gehen gleich zu Tyrael und gehen weiter die Questen durch. Es scheint, dass sich unser Freund Maltael in den Ebenen des Wahnsinns aufhält. Dann versteckt er sich ohne Zweifel in der Festung. Maltael kann dort bis zum Ende aller Tage ausharren. Er zwingt uns dazu, zu ihm zu kommen. Schlau. Er schindet Zeit und seine Macht wird mit jeder Sekunde größer. Der einzige Weg zu den Ebenen des Wahnsinns führt durch die hohen Himmel. Wir sollten sofort aufbrechen. Wie? Der Weg führt nicht durch einen Abwasserkanal? Wahrscheinlich nicht. Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung. Zerstört das Tor! Der Nephalem ist hier. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Maltael ist mein Bruder. Ich habe in Tausenden von Schlachten an seiner Seite gefochten. Außerdem kümmert es mich nicht, dass er euch und euresgleichen zu vernichten sucht. Doch mein Bruder ist krank und um seinetwillen muss er aufgehalten werden. Nur bringe ich es nicht übers Herz. Also liegt es an euch. Kommt, Nephalem, auf in die Ebenen des Wahnsinns. Okay. Maltael wollte mich von den Ebenen des Wahnsinns fernhalten. Anscheinend komme ich ihm etwas zu schnell voran. Jetzt werde ich dieses Ödland durchqueren. Vorbei an Überresten unzähliger Schlachten zwischen Engeln und Dämonen. Irgendwo dort befindet sich die Festung des Wahnsinns, in der mich der Engel des Todes erwartet. Oh, weil das dickste Schlachtfeld, das es gab. Na dann, voran. Nicht weit von hier befindet sich ein Feldlager. Wir treffen uns dort. Ich werde euch zeigen, was getan werden muss. Hättest du mich nicht einfach nehmen können, einfach so aus Nettigkeit. Lasst uns keine Zeit verlieren. Okay. Die Verwüster zählen zu den furchterregendsten Soldaten der Hölle. Seit sie auf den Geschmack des Krieges gekommen sind, verweilen sie auch weiterhin in den Ebenen des Wahnsinns, obwohl die letzte Belagerung der Festung schon weit zurückliegt. Jetzt betrachten sie das Reich als ihr Eigentum und terrorisieren alle Engel, die sich auf das Schlachtfeld wagen. Ich bin aber kein Engel, ich bin ein Nephalem. Macht euren Frieden! Die Ebenen des Wahnsinns sind ein großes, chaotisches Reich, in dem noch viele Dämonen verstreut sind. Insbesondere die kriegsgezeichneten Marodeure waren nicht gewillt, wieder in die Höllen zurückzukehren und sind zur Plünderung der auf dem Schlachtfeld verbleibenden Engelsstützpunkte übergegangen. Sie sind vielleicht nicht die mächtigsten,
doch gewitzte, hinterlistige und erfahrene Krieger. Warum sollte Imperius wollen, dass ihr ihm folgt? Schwarz-Böses. Nicht genug Zorn. Ich benötige mehr Zorn. Jetzt! Geduld ist keine meiner Stärken, Ephraim. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Soll ich an mich nehmen? Ich hab nicht auf etwas. So. Seht ihr die Arme dort unten? Nur mit ihrer Hilfe könnt ihr in die Festung gelangen. Aber ohne die Belagerungsrunen, die sie antreiben, ist sie nutzlos. Ihr besitzt bereits eine. Aber es gibt noch zwei weitere. Ihr könnt sie auf dem unten liegenden Schlachtfeld finden, zusammengepfercht mit den Dämonen, die sie einst trugen. Geht zur Ramme, sobald ihr die Runen habt. Aber Nephalem, ihr solltet wissen, dass ich euch nicht dafür danken werde, wenn ihr Maltael von seinem Wahnsinn befreit. Das wäre auch zu viel verlangt. Na denn, Belagerung. Dürfte ja nicht allzu schwer werden. Hoffe ich. Die Ebenen des Wahnsinns sind ein raues Pflaster und ihre Einwohner müssen listenreich sein, um dort zu überleben. Ein perfektes Beispiel sind die Täuscher, die sich in den Stein direkt unter ihren Füßen hüllen. Sie erscheinen als mächtige Riesen. Ein paar harte Schläge offenbaren jedoch, dass ihre wirkliche Form wesentlich kleiner ist. Oh wei. So. Hallöchen. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Ich vermute, dass die Stachelkrake zum Teil dämonischen Ursprungs ist, da ihre Erscheinung viel zu unheimlich ist, um in der Natur vorzukommen. Sie scheidet ein giftiges Toxin aus, das den Höllen würdig wäre, und ernährt sich meines Wissens nach nur von ihren Artverwandten sowie toten Dämonen. Es bleibt nur zu hoffen, dass sie niemals auf einen Menschen stößt. Alle Gefahren der Ebenen des Wahnsinns lauern an der Oberfläche. Die Tunnelgräber verstecken sich direkt unter der Erde und brechen hervor, um mit ihren gewaltigen Kiefern nach ihrer Beute zu schnappen. Und meine Helden haben ich benötige mehr Zorn. Sich, warum ich die Festung nicht verlasse. So.
vorzüglich. Nur Geduld. Hört auf mich zu schießen, das bringt doch sowieso nichts. Oh. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Im Namen des Lichts. Bleib hier. So, eine Rune haben wir. Fehlt nur noch die zweite. Die war eigentlich relativ einfach. Steine runter. Jetzt geht's auf. Ballista. Knie nieder vor Zakaru. Ich verstehe, warum Maltael von diesem Ort angezogen wurde. Der Tod liegt hier gelandet. Habt eure Frieden jetzt noch nicht bereit. Komm, einmal sterben. Auch nicht. Nee, ich erfahre. Noch nicht bereit. Knie nieder vor Zakaru. Vier Wellen. Und Erfahrung. Bisschen Ärger. Nur Geduld. Ja, hier unten ist auch noch einer. Kreatur scheint Sterne aus dem Himmel stürzen zu lassen. Ich werde sie vernichten. Oh, zack. Hey, bei mir.
aber... Wir sind doch schon fast da. Schwer. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Der Splitter hat mir Maltails Plan offenbart. Er ist schrecklicher, als ich es mir je hätte vorstellen können. Mit Hilfe des schwarzen Seelensteins will er sämtliche dämonischen Essenzen einfangen. Selbst jene, die Teil eines jeden Menschen sind. Wenn der Stein verändert wird, um jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in Sanctuario die dämonische Essenz zu entreißen, werden sie alle sterben. Nein, wir können ihn noch aufhalten. Und wir fangen damit an, indem wir die Festung angreifen. Na gut. Die Ramme. Tyrael sagte mir, dass die geflügelten Meuchelmörder einst die Seher der Weisheit waren. Als Gegenleistung für ihr ewiges Schweigegelübde durften sie Maltails Teiche der Weisheit in den hohen Himmeln betreten. Im Verlauf der Jahrtausende erfuhren sie dann fast alles über die Vergangenheit, die Gegenwart und selbst einen Teil dessen, was noch... Zerbrecht diese Haken! Zerschmettert die Haken! Nur noch ein Schlag. Nach hinten. Und... Die Rüstung! Es ist geschafft. Von mir weg. Die Festung des Wahnsinns. Als ich gegen Maltail kämpfte, glitt mein Schwert durch ihn hindurch, als bestünde er aus Luft. Er befindet sich in einem Zustand des Lebens und des Todes, unempfindlich gegenüber jeglichem körperlichen Schaden. Eure Stärke genügt nicht. Um ihn besiegen zu können, müsst ihr über die Kräfte des Todes verfügen. Genau wie er. In den Tiefen der Festung gibt es viele Geister. Vielleicht können sie helfen. Die Macht der Toten. Falls ihr eins damit werden könntet, wärt ihr wie Maltail. Und ihr könntet ihm gegenübertreten. Aber ihr müsst euch beeilen, einen Weg zu finden. Tausende sterben in jedem Augenblick. Und Maltails Macht wächst ins Unermessliche. Okay. Begebt euch zum Geisterbrunnen. Das machen wir dann mal. Ein Kreuzritter. Dieser Geist. So vertraut. Meister, seid ihr das? Aber ich sah euch sterben. Vor so vielen Jahren. Ich habe dich im Auge behalten, Kreuzritter. Du hast mehr erreicht als jeder andere. Und hast unseren gemeinsamen Namen Ehre gebracht. Meister, ich versuchte nur so zu leben, wie ihr es mich gelehrt habt. Und das hast du.
Doch der Kreuzzug wartet auf dich. Ich muss einen Weg finden, Maltael zu besiegen. Sonst wird selbst der Kreuzzug scheitern. Viele Kreuzritter werden in den Tiefen der Festung gefangen gehalten. Wir haben lediglich die Kraft, dir einen Weg zu öffnen. Befreie uns, und der Geist eines jeden gefallenen Kreuzritters wird dir seine Kraft verleihen. Okay, gut, dann mache ich hier jetzt erstmal ein Folgenende und man sieht sich in der nächsten Folge. Bis dann.